Andreas Ramoff, Stefan Spiebel, Sebastian Kildes und Carsten Griesheimer. Die eingesetzten Technologien Ruby, Java, jQuery Mobile und AngularJS. Danke. Okay, also was haben wir eigentlich gemacht? Noch eine Sekunde. Können Sie auch irgendwie anstellen, dass man den Beamer sieht? Den Beamer sieht man doch. Hier steht doch da. Okay, also das Team wurde ja schon kurz vorgestellt mit unserer Idee, mit dem Partylist-Generator. Sprich, wer kennt das nicht, man ist irgendwo auf der Party, man hat eine Playlist und verschiedene Leute wollen die ändern bzw. mitvoten, weil die mir jetzt nicht gefallen und jemand hat was ausgewählt. Und wir haben uns gedacht, das kann ja dann wirklich jeder dann individuell machen mit seinem Smartphone. Das haben wir vielleicht die erste Slide. Das haben wir uns gedacht, so könnte es ungefähr aussehen. Ja, man sieht, was wird aktuell gespielt und man kriegt eine Liste mit, was ist als nächstes dran. Und natürlich, wenn man will eigene Lieder hinzufügen, dann kann man sich das dann ja, quasi raussuchen. Genau. Hier sucht man die Lieder, fügt die hinzu und man wird gewotet und am Ende geht dann das Ganze über Spotify, wird abgespielt und es funktioniert. Und um das zu präsentieren, zeigen wir das Ganze mal, wie das dann in Spotify selbst integriert ist. Das ist eine App in der Application selbst, die das ganze Handling übernimmt. Ah, okay, jetzt haben wir das iPad. Ich weiß nicht, wer von euch Spotify kennt, das ist dann die Oberfläche, die haben wir in der Application hinzugefügt, in der wie die ganze Liste, die dann auf der Party gespielt wird, dann zu sehen ist. Man sieht die einzelnen Votes, man sieht im Moment, wo dann Tor ging, ist vielleicht nicht ganz so interessant. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, dass verschiedene sich dann eingehen, zum Beispiel irgendwie über das iPad und dann verschiedene Votes abgibt und die Liste damit quasi manipuliert. Kannst du mal vielleicht... Okay, Vorführeffekt. Ah, genau. Also, das ist die ganze Idee dahinter. Man kriegt die Liste, die auf der Party angezeigt wird. Klar, man könnte noch viele Sachen machen über Erkennung, welcher SSID bin ich, über GPS und Grund, auf welcher Party bin ich, dass ich nicht irgendwelche anderen Listen von anderen Leuten habe. Wir haben erstmal auf das Minimum reduziert. Die Daten werden an jedem Kleinen ausgetauscht. Das können beliebig viele sein. Und man sieht, wie die Liste sich verändert und manipuliert wird. Es kommen Daten dazu. Ja, hier zum Beispiel von unserem Kollegen, der uns da unterstützt, Michael Jackson hinzugefügt hat. Hier sieht man die Suche nochmal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und was er jetzt verwendet, ist dann die ganze API direkt von Spotify selbst. Sprich, man hat die ganze Bandbreite, man hat die Lieder und man hat am Ende nur noch einen, sage ich mal, Server, der dann irgendwo läuft und die Sachen dann abspielt. Wenn wir jetzt Ton hätten, können wir uns jetzt auch direkt vorstellen, dass man eben die verschiedenen Listen dann ausprobiert. Genau, wir voten mal was hoch. Ah, okay. Also glaubt es nicht, es funktioniert eigentlich. Wir haben es die ganze Zeit probiert, es ist da kurz davor und was geschieht. Aber das haben wir gemacht und genau. Vielen Dank.